Moin Leute und ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Folge der Hallenmeisterschaften. Ich nehme heute leider nicht mit einem richtigen Mikrofon, sondern nur mit dem Handy auf. Ich hoffe, das geht trotzdem einigermaßen klar mit dem Sound. Danke fürs Reinschalten und los geht's. Und damit steht der letzte Spieltag an für Gruppe A. Augsburg gegen Stuttgart, beide Teams allerdings schon ausgeschieden. Es geht jetzt nur noch darum, wer ist der bessere Verlierer? Das 1:0 für den VfB Stuttgart, da kann man auch schon mal Arme zeigen. Manch einer würde fast Muskeln sagen, aber wir wollen die Lage ja auch nicht übertreiben. War aber durchaus ein anständiges Spiel zweier Mannschaften, die sich tatsächlich eben nochmal verabschieden wollten. André Hahn mit dem 1:1, der Ausgleichstreffer für den FC Augsburg. Jensen legt auf, Hahn schließt ab. War ein turbulenter erster Durchgang. Hahn auch mal artistisch mit Alfred Finn Burgerson. Hahn zu Iago. 2:1, Spiel gedreht. Da will jemand unbedingt den dritten Platz belegen. Und das war auf jeden Fall nicht VfB Stuttgart. Die Fuggerstädter hier lieferten hingegen komplett ab. 3:1, Alfred Finn Burgerson. Was zum Henker war mit dem VfB Stuttgart los? Sie starteten ja gut. Führten 1:0, aber ließen sich das noch in der ersten Halbzeit komplett vom Brot nehmen. Diese Butter, Finn Burgerson mit dem 4:1, der vierte Streich für die Fuggerstädter. Bayerische Schwaben gegen schwäbische Schwaben. 4:1 für Augsburg. Und das gerade mal zur Halbzeit. Der zweite Durchgang ging dann ein bisschen ruhiger. Stuttgart wollte auf Schadensbegrenzung aus sein, ließ es ruhiger angehen. Der FC Augsburg kam einmal noch nach vorne, Finn Burgerson mit dem 5:1 und tatsächlich auch dem Endstand in dieser Partie. Unglaublich, was war hier mit Stuttgart los? Naja, beide Mannschaften scheiden trotzdem aus, immerhin Augsburg nicht ganz so sang- und klanglos wie der VfB. Das bedeutet für Gruppe A Bayern und Gladbach jeweils die Mannschaften, die schon weiter sind. Und das brachte auch die Bayern dazu, Robert Lewandowski zu schonen. Aber sie haben ja mit Choupo-Moting vorne einen, der auch Tore erzielen kann. Bayern würde selbst mit einem Unentschieden Erster werden, also in Topf 1 geraten. Hier lieferten sie aber auch richtig ab, wollten ihre Macht demonstrieren. 2:0, Leroy Sané, Borussia Mönchengladbach, wie ein Hühnerhaufen. Das ist Verteidigen à la Hütter. Aber nach vorne, ja, wurde es dann wieder positiver. Was für ein Eigentor von Benjamin Pavard. Ginter lässt sich feiern. Naja, irgendwie muss man sich ja auch drüber freuen. Aber die Bayern locker abgezockt nach vorne. Pavard macht seinen Fehler wieder wett und erzielt das 3:1. Gute Bombe. Zündet hier ein Feuer. Das sind die Verteidiger des FC Bayern München. Und Gladbach gab sich aber noch lange nicht auf. Eine Sekunde vor dem Seitenwechsel das 3:2 Alassane Player. Also sie wollten auch tatsächlich Tabellenerster werden. Dafür müssen sie ja, wie gesagt, gewinnen. Und jetzt fehlte nur noch eben ein Doppelschlag. 3:2 zur Pause. Richtig turbulente Partie. Und es ging gut weiter. Elvedi zu Alassane Player. Den legt er sich über Süle einfach rüber. Da kann der Hühne nichts mehr machen. Alassane Player zu beweglich, zu spritzig, zu künstlerisch. Und Neuer geht lieber in Deckung. 3:3 also auf der anderen Seite. Aber gibt es dann eben den offensiven Süle. Das ist eben in der Halle tatsächlich sein Ding. Verteidigen, Beweglichkeit, nicht unbedingt seine Stärke. Aber die Wucht nach vorne, die kann ihm hier so richtig mal unter die Arme greifen. Was ja sonst eigentlich keiner kann. Aber Gladbach gab sich mal wieder zum tausendsten Mal noch nicht geschlagen. 4:4, Nico Elvedi, der haut hier nochmal einen raus. Kramer zieht den Ball mit der Sohle mit, dann abgeschlossen. Es blieb aber beim 4:4, 8 Tore, was für ein spektakulärer Abgang. Beide Mannschaften kommen weiter, Bayern als Erster, Gladbach als Zweiter. Springen wir in Gruppe B, da haben wir Hertha gegen Freiburg und hier in der Gruppe ist tatsächlich noch alles offen. Die Hertha muss unbedingt gewinnen und das legten sie erstmal auch so aufs Parkett, im wahrsten Sinne des Wortes. Manch einer würde ja im Wohnzimmer solch ein Parkett gerne verlegt haben. Piontek
aber macht es hier in Berlin für die Berliner und grätscht einfach rüber. Aber dann was für ein Fehler. Chico Höfler kann es nicht ausnutzen. Schwolo, der Ex-Freiburger, mit der Parade. Und da muss er nochmal eingreifen. 1:0 zur Pause für die Hertha. Freiburg startete ja gut ins Turnier, aber dann verloren sie gegen Leipzig haushoch. Und so würden sie aktuell ausgeschieden sein. Das möchte man vermeiden. Und so kam sie dann auch. Demirovic, Mittelstädt. Was für ein Bock, was für ein Eigentor. So schlimm, das können wir uns nicht mal mehr in der Wiederholung anschauen. Aber es ging auch turbulent weiter. Piontek zu Pekarik, der an den Pfosten, Mittelstädt. Merz sein Fehler wieder aus, wie schon Pavard in der Gruppe A. Hier ist Mittelstädt korrekt stehend und haut ihn rein. Hertha wollte dann alles klar machen mit dem 3:1. Pekarik Flecken, Peter Pekarik mit dem 3:1 drückt ihn über die Linie. Manch einer würde ja Marc Flecken als einen der besten Keeper der Bundesliga bezeichnen. Und das kann man so unterstreichen. Hier ist er chancenlos, genauso wie Freiburg. Freiburg aus dem Turnier ausgeschieden und Hertha, ja, ist weiter. Dann Streich Nummer 2 in der Gruppe B. Leipzig gegen Union Berlin. Wir gucken ganz genau drauf. Union Berlin auch noch mit Chancen weiterzukommen. Aber für Leipzig sieht es deutlich besser aus, weil sie auch ein starkes Torverhältnis haben. Hier Renault, der sich mal auf den Ball schmeißen kann, zeigt sich also von seiner allerbesten Seite. Leipzig aber fehleranfällig hinten. Prömel zu Kruse, der macht tatsächlich 6 Sekunden vor dem Seitenwechsel das 1:0 für Union. Und das würde noch nicht viel bedeuten. Weiterhin Union ausgeschieden, Leipzig weiter, aber es fehlte jetzt nicht mehr viel zum Weiterkommen. Es scheitert momentan nur am Torverhältnis. Union weiter aggressiv. Simakan, Baumgartel setzt unter Druck die Verteidigung und Kruse nutzt das zum 2:0. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge für RB Leipzig um das Weiterkommen. Momentan wirklich am seidenen Faden, aber sie machten das 1:2. Die Vorzeichen nun wieder deutlich besser. Angelinho mit dem Hammer zum Anschluss und es reichte aus. Leipzig musste nichts mehr machen, verliert mit 1:2, kommt trotzdem weiter, gemeinsam mit der Hertha. Union und Freiburg sind raus. Gruppe C, ja, hier wird sich voraussichtlich noch nichts entscheiden, denn es gibt ja etwas mehr Spiele noch, da 5 Mannschaften in der Gruppe sind. Trotzdem wollte man hier im Duell beider siegreichen Mannschaften mit jeweils 6 Punkten in das Spiel gestartet auch den längeren ziehen und das war durch Haaland erstmal dem BVB geglückt. Aber Bayer 04 Leverkusen in der Offensive tatsächlich richtig stark. Patrick Schick bekommt den Ball von Lucas Alario. Der typische Muskeljubel. Gut vorgelegt, dann draufgewuchtet. Über die Defensive des BVB wurde schon lang und breit gestritten und erzählt. Und manch einer würde sagen, gelästert. Aber es geht hier immer noch um Fußball, um die Offensive, um Tore. Und das ist das, was wir sehen wollen. Und Haaland tut uns den Gefallen, macht das 2:1, bringt im zweiten Durchgang den BVB wieder in Führung. So kann man das mal machen. Glauben wir einfach mal, dass der hinter der Linie war. Die Wiederholung zeigt es nicht so ganz. Leverkusen würde sicherlich zumindest einen Punkt gut gebrauchen können. Der BVB aber ließ nichts mehr zu. Haaland verpasst es aber, das 3:1 zu erzielen. Sollte nichts mehr machen. Dortmund gewinnt mit 2:1 gegen Leverkusen. Nochmal Gruppe C, Fürth gegen Bielefeld. Und da müssen langsam die Punkte mal zusammenkommen. Ansonsten dürfen sich beide Mannschaften aus dem Turnier verabschieden. Es läuft alles andere als rosig. Bielefeld, wenn irgendwie mal ein Sieg gelingt, dann noch gegen Greuther Fürth. Und es sah nicht schlecht aus. Okugawa ja auch durchaus ein guter Kicker. Krüger und Serra ebenso. Der Ball wollte aber noch nicht rein. Okugawa scheitert hier noch einmal eine Chance. Okugawa mit dem Lupferversuch auf dem Kleintor. Vielleicht nicht die allerbeste Idee.
Durchgang 2 von Fürth kam tatsächlich nichts. Vielleicht liegt es auch an diesen scheußlichen blauen Trikots. Man weiß es nicht, aber Arminia Bielefeld deutlich besser. Krüger mit dem 1:0 nach einer Eckball-Variante. Vollkommen verdienter Führungstreffer und Arminia Bielefeld spielte es abgezockt runter, machte sogar noch das 2:0. Auch das Torverhältnis kann ja am Ende eine entscheidende Rolle spielen. Schere, Stein, Papier verliert er. Dafür gewinnt Bielefeld das Spiel mit 2:0. Und Greuther Fürth kann an diesem Punkt schon die Segel streichen. Und damit springen wir in die letzte Gruppe, das vorletzte Spiel des dritten Spieltags, Wolfsburg gegen Bochum. Beide Mannschaften durchaus positiv hineingestartet. Der VfL Wolfsburg möchte aber seiner Favoritenrolle dann doch gerecht werden. Trotz Kofeld auf der Bank spielt Wolfsburg bislang ein ganz gutes Turnier. Und vor der Pause Philipp quergelegt zu Renato Steffen. Eine Sekunde vor dem Seitenwechsel, das dürfte Thomas Reis gewaltig ärgern. Aber es war bislang das verdiente Ergebnis, guter Auftritt vom VfL Wolfsburg. Die Bochumer machten deutlich zu wenig. Zweiter Durchgang, ähnliches Bild. Philipp mit dem 2:0. Enttäuschende Bochumer. Hier kann man sich Selbstbewusstsein wiederholen. Der VfL Wolfsburg macht es gut vor. Otavio, 20 Sekunden noch bis zum Ende. Esser hält erst, Philipp setzt aber nach. Und wenn der zweimal trifft, dann ist man auch als verteidigende Mannschaft selber schuld, wenn man das Spiel verliert. Deutliches 3:0. Die Wölfe stehen damit auf der Pole Position und der VfL Bochum muss in den letzten Spielen nochmal richtig ranklotzen, sonst wird das nämlich nichts. Und damit schauen wir auf das letzte Spiel. Köln gegen Mainz. Erster FC gegen ersten FSV. Köln in den schwarzen Trikots. Was für ein Fehlpass. Mainz schaltet um über Haag. Onisivo. Ball nicht drin. Gute Parade. Beim ersten FC Köln auf der anderen Seite klingelt es aber. Sebastian Andersson. Der in der Bundesliga auf dem Feld ordentlich Nachholbedarf hat, was Tore schießen angeht. Hier macht er sein Tor, aber es sollte nicht lange halten, diese Führung. Onisivo mit dem 1:1 im super Zusammenspiel mit Ingwarzen. 1:1 zur Pause. Also alles offen für den zweiten Durchgang. Beide Mannschaften brauchen eigentlich diese drei Punkte. Robin Hack! Etwas zu hoch anvisiert, Mittelstürmer ist er halt auch nicht. Trotzdem nochmal Haag, Ingwarzen. 2:1 für Mainz. Köln musste jetzt was machen, eine Niederlage. Das wäre schon ein herber Rückschlag. Da kam aber Mainz nochmal besser auf. Ingwarzen schießt drauf, vorn pariert. Es blieb beim 2:1. Köln verliert und ja, so gut wie raus. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse einmal im Überblick und die Tabelle, die war letzte Woche oder letztes Mal falsch. So sieht's aus. Es gibt, wie gesagt, noch Zusatzspiele. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und adios.